Hier in der Schweiz kann man schlicht einiges davon, was ich während meiner Russlandreise nach Ostsibirien erlebt habe, nicht vorstellen. Unendliche Weiten, holprige Straßen, gastfreundliche Menschen, im wahrsten Sinne Kirchennot. Das alles durfte ich im Sommer 2012 während meiner Projektreise mit Peter Humeniuk, den Russlandreferenten von Kirchennot international, erleben. In den sibirischen Dörfern und Städten überzeugte ich mich immer wieder, wie viel Frucht jeder gespendete Franken vor Ort bringt. Wir besuchten den katholischen Bischof Kirill Klimowitsch in Irkutsk, der die flächenmäßig größte Diözese der Welt leitet. Nicht einfach bei diesen riesigen Distanzen. Die Armut der Menschen auf dem Lande und in den Dörfern ist ihm ein besonderes Anliegen. Er ist ein engagierter, bescheidener, ehrlicher Bischof, der gerne hilft und zupackt, wo es nötig ist. Er sieht in seinem Amt nichts Spektakuläres, sondern er sieht sich als der Diener der Menschen. Wir kommen zum Zentrum Johannes Paul II. In Listrojanka beim Baikalsee. Das Zentrum ist ein Projekt von Kirchennot. Die Kirche organisiert hier Sommerlager für Kinder, dieses Jahr unter dem Motto Ferien mit Gott. Auch Erwachsene nehmen bei den Exerzitien teil. Die Kinder stammen oft aus schwierigen pathologischen Familienverhältnissen. Viele Eltern sind Alkoholiker und vernachlässigen ihre Kinder. Bischof Josef Werth aus Novosibirsk kaufte kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Gelände am Baikalsee für die katholische Kirche. Das Zentrum ist aber mittlerweile zu klein für die vielen Aktivitäten der Kirche, weshalb es ausgebaut wird. Bischof Kirill packt eigenhändig mit an, ein begabter Heimwerker. Für ihn ein willkommener Ausgleich zur sonst oft kopflastigen Arbeit. Die Menschen in Sibirien sind gewohnt, riesige Distanzen zurückzulegen. Ein Pfarrer fährt in der Regel einige hundert Kilometer zwischen den Pfarreien herum. Kirchennot kauft dem Pfarrer in Omsk ein neues Auto. Ein gutes Fahrzeug ist wichtig, da die wenigsten Straßen geteert sind und es im Winter bis minus 50 Grad wird. Im Dorf Wyschino leben überwiegend Nachfahren von eingewanderten Polen. Der Pater stammt aus Polen und hält die Gottesdienste auf Polnisch. Hinter den hübschen Hausfassaden verbirgt sich viel Elend. Alkoholismus, Scheidungen, Arbeitslosigkeit und Abtreibungen. Ein von den Eltern vernachlässigtes Mädchen kam kurz vor Mitternacht zum Pfarrer und fragte nach Essen. Kirchennot unterstützt seit vielen Jahrzehnten die katholische und die orthodoxe Kirche in Russland. Das stärkt die Ökumene. Die katholische Kirche ist eine Minderheitenkirche und die Beziehungen zu orthodoxen Kirchen sind gut. Vladivostok, was für ein Kontrast zur sibirischen Steppe. Obwohl 3800 Kilometer vom Bischofssitz Irkutsk entfernt, gehört diese Stadt auch zu Bischof Kirills riesiger Diözese. Die Beziehungen zur orthodoxen Kirche sind hier ausgezeichnet. Die schöne Fassade täuscht. Es herrscht große soziale Not auch hier. Die Arbeitslosigkeit beträgt offiziell 10%, inoffiziell ist sie höher. Kirchennot unterstützt nicht nur den Bau und die Renovierung von Kirchen, sondern auch ein Drogenrehabilitationszentrum und ein Zentrum für werdende Mütter, die sich gegen eine Abtreibung entschieden haben. Solche Einrichtungen gibt es in Nachodka in der Nähe von Vladivostok. Ob von Nachodka, unweit der nordkoreanischen Grenze, oder aus einer anderen Gegend Sibiriens, kommen Sie doch zu mir in den Vortrag. Ich zeige es Ihnen gerne.